Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im Juli habe ich mit meinen beiden Jungs und zwei lieben Freunden ein paar Wochen auf Sizilien verbracht und in der Zeit habe ich immer mal wieder die Frage bekommen, kann man sich denn auf Sizilien gut vegan bzw. auch rohköstlich ernähren? Und in diesem Video möchte ich einfach mal näher darauf eingehen. Ich war mit meinen beiden lieben Freunden Henry und Malte dort vor Ort und beide ernähren sich auch vegan und rohköstlich. Für uns war es überhaupt kein Problem, uns in dieser Zeit mit frischen, lebendigen Lebensmitteln zu ernähren. Ich habe mir da auch mal so eine kleine Notiz gemacht, weil ich mich nicht mehr so genau an diese Fülle erinnern kann, dass ich auch ja nichts vergesse. Also was wir wirklich jeden Tag gegessen haben, waren Wassermelonen. Da gab es riesige, ovale Wassermelonen, die haben wir auch immer in der Nähe in so einem großen Obst- und Gemüseladen gekauft. Da blende ich auch mal ein paar Fotos ein und die haben wir wirklich jeden Tag, wir haben auch nur einmal am Tag gegessen, also die Erwachsenen, meine Kinder haben natürlich mehrmals gegessen und abends, wenn wir mit Essen begonnen haben, war die erste Mahlzeit sozusagen von dieser großen Mahlzeit immer ein Stück Wassermelone und die Qualität war wirklich hervorragend, sehr aromatisch. Die Wassermelonen hatten viele Kerne, das waren keine Hybriden. Und das war immer ein Teil unserer Mahlzeit und generell sehr wasserhaltig essen, gerade wenn es sehr heiß ist, ist immer eine gute Option, sich einfach mit genügend Wasser zu versorgen, ohne extra Wasser trinken zu müssen. Dann gab es dort noch Orangen und Blutorangen, auch wenn die Saison langsam zu Ende ging, es nur noch so Restbestände waren, die hatten wir auch manchmal gekauft und ich habe für meine Jungs dann daraus Saft gepresst. Da in dem Haus, wo wir gewohnt haben in der Zeit, da gab es so eine Handpresse, so eine Zitronen- oder Orangenhandpresse und die haben wir dafür verwendet und dann einfach aromatischen Orangensaft hergestellt. Was gab es so an regionale Kost? Ich blende euch mal ein Foto ein. Melonen hatte ich erwähnt, dann gab es Gurken, die Orangen hatte ich erwähnt, Tomaten, ganz viele Tomatensorten, das war auch fantastisch. Also für eine Tomatenliebhaberin wie mich ist es da wirklich ein Paradies. Dann gab es Pfirsiche, Nektarinen, Blumenkohl, das habe ich auch ganz oft für meine Jungs gekauft und habe das gedünstet, den Blumenkohl. Dann gab es Römersalat, das war also unsere Basiskomponente, weil grün musste ja auch sein. Wie ich in meinem Food Diary erwähnt habe, das kann ich euch oben rechts auch mal verlinken. Da seht ihr, was ich da alles an, ich glaube, 9 oder 10 Tagen gegessen habe. Da habe ich auch schon erwähnt, dass ich meine grünen getrockneten Lebensmittel dabei habe, wenn ich auf Reisen bin. Chlorella, Spirulina, gibt so Grassaftpulver. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch gerne das Futter anschauen, dann erwähne ich das oder erkläre ich das, glaube ich, auch nochmal ganz kurz. Aber eine frische Komponente, eine frische grüne Komponente, das musste auch sein und das war dann oft eben ein Römersalat. Dann hatten wir auch noch ab und zu Knoblauch. Wir hatten uns dann auch von der Nachbarin, die hatte gefragt, ob wir was aus ihrem Garten möchten. Hatten wir auch Gurken und Tomaten, Bohnen für die Jungs und Knoblauch. Da haben wir uns dann schön mit regionaler Kost eingedeckt. Dann, wir haben ja auch ein paar Ausflüge auf Sizilien gemacht. Wir waren ja in Sparta, ganz im Nordosten der Insel, eine wunderschöne Gegend. Also wenn ihr da ein bisschen was sehen wollt, dann verlinke ich euch dazu auch nochmal mein Sizilien-Video, wo ich auch das Haus zeige zum Beispiel und das Meer in der Gegend. Wirklich wunderschön, kann ich nur empfehlen. Und wir sind dann auch einmal nach Nikosia gefahren. Das liegt eher so zentral, so ein bisschen in der Mitte der Insel. Da waren wir auch letztes Jahr schon eine Woche und haben Freunde besucht. Und dort auf dem Weg dahin haben wir riesige Brombeerhecken gefunden. Da blende ich euch auch mal ein paar Fotos ein. Und dann haben wir fleißig Brombeeren gesammelt. Aber ich muss sagen, die Brombeeren hier in Deutschland, die schmecken mir besser. Die sind saftiger und ein bisschen süßer. Also in Sizilien schmecken sie ein bisschen, sind sie ein bisschen trockener, nicht so aromatisch. Aber es war trotzdem eine große Freude, da eine meiner Lieblingsbeeren zu finden. Und da haben wir eben auch fleißig gesammelt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Feigen. Also Feigen gehören mit zu meinen Lieblingsfrüchten. Und in der ersten Zeit, wo wir auf Sizilien waren, konnten wir keine Feigenbäume entdecken. Es gab auch keine Feigen zu kaufen, obwohl Juli eigentlich mitten in der Saison ist. Da mussten wir dann noch ein bisschen warten. Und als wir in Nikosia waren, haben uns unsere Freunde erstmal ganz viele Feigen gepflückt. Ich habe leider jetzt kein Foto gemacht, überhaupt keine Aufnahme. Die haben, ich weiß nicht, ein paar Kilo Feigen für uns bereitgestellt, als wir sie besucht haben. Und an dem Tag haben sie uns dann auch noch zu 2 Feigenbäumen geführt, wo wir dann wirklich ganz, ganz frische, reife Feigen vom Baum gegessen haben. Das war wirklich ein Genuss. Da blende ich euch auch mal ein paar Fotos ein. Und das war einfach fantastisch. Also mein Jüngster, der Silas, isst leider keine Feigen, aber mein Simon, der Große, der hat mit mir die Feigen genossen. Das war
Richtig, richtig genial. Ich glaube, an dem Tag haben wir ein paar Kilo Feigen gegessen, jeder. Und das Lustige war auch, als wir dort an den Bäumen gesammelt haben, mit einer großen Begeisterung standen gegenüber auf der anderen Straßenseite ein paar, da war so ein Geschäft, ich weiß nicht mehr, ich glaube so ein Jalousiengeschäft, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, oder also irgendwie so ein kleines Geschäft, und da standen ein paar junge Männer draußen, haben uns ganz entgeistert angeguckt, dass wir so in Wonne verfallen sind wegen den Feigen. Das war ganz lustig. Ja, und an dem Abend, also wir haben den ganzen Tag nur Feigen, ich glaube, ich habe den ganzen Tag nur Feigen gegessen, und das war wirklich fantastisch. Also Monomahlzeit Feigen, es gibt nichts Besseres. Was natürlich dann eingetreten ist, wenn man zu viele Feigen isst und mit Schale, dann kommt irgendwann die Sperre. Also das kommt dann so ein Brennen auf der Zunge, und auch oft, ich hatte dann auch auf der Unterlippe so ein Brennen, und da musste ich dann aufhören und habe dann am Abend später, glaube ich, noch Römersalat gegessen. Also was Neutralisierendes, was nicht süß ist, einfach ein bisschen Bitterstoffe und Chlorophyll. Wir sind auch regelmäßig nach Messina gefahren. Ich glaube, das sind so 30 Kilometer von Sparta entfernt. Dort gab es einen Bioladen, und da habe ich auch fleißig für meine Kinder eingekauft, vor allem auch frische Kost, also auch nochmal Melonen. Dann hatten wir auch grüne Bohnen und Champignons und Kartoffeln und Tomaten. Ich habe da ein bisschen geschaut, was ich da mitnehmen könnte, was wir da probieren könnten. Aber auch vegane Fertigprodukte, zum Beispiel auch mal sowas wie einen veganen Joghurt, veganen Pudding. Kamutoast hatten sie dort im Bioladen, das kenne ich nicht mehr von uns aus dem Bioladen. Also Kamut ist ja so ein Urweizen. Hatten auch Kamut-Nudeln, also das Sortiment war wirklich sehr vielfältig in Messina, auch also glutenfrei, auch viele vegane Produkte. Da war ich wirklich begeistert. Für meine Jungs zum Beispiel auch Nussmus gekauft, Mandelmus, Haselnussmus, also ohne irgendwelche Zusätze, kein Zucker, kein Kakao, nur Nussmus. Dann eben dieses Kamut-Toast. Ich glaube, wir hatten auch einmal so ein Quinoa-Toast oder ein Dinkel-Toast. Dann auch so eine Art glutenfreies Blumenbrot oder so eine Art Knäckebrot, aber eben glutenfrei hatten wir auch gekauft. Dann, was gab es noch? Also Fruchtriegel gab es in diesem Bioladen. Ich habe auch eine Aufnahme gemacht, wo ich euch zeige, eine Videoaufnahme, wo ich euch zeige, was wir dann einmal dort eingekauft haben. Ja, veganes Eis gab es auch im Bioladen. Das haben meine Jungs auch jedes Mal mitgenommen. Jetzt folgt erstmal diese kleine Videosequenz mit dem Bioladeneinkauf. Das ist ein Bioladeneinkauf von uns. Wir waren heute in Messina im Bioladen Naturasi und haben frische Kost, aber auch Fertigprodukte für meine Jungs eingekauft. Ich hätte diese Kiste gern mit euch draußen auf der Terrasse ausgepackt. Allerdings ist es bei uns heute recht windig, und so habe ich mich lieber in die Küche zurückgezogen, damit ihr auch alles gut verstehen könnt. Wir fangen mal hier oben an. Das ist ein Eisbergsalat. Den habe ich mitgenommen, einfach damit wir noch ein bisschen neben den saftigen Früchten noch ein bisschen saftiges Grün knabbern können. Dann gibt es hier noch eine Melone, die hat uns heute förmlich angelächelt, angeduftet, die musste unbedingt mit. Dann habe ich auch eine Ananas gekauft, die ist jetzt hier nicht typisch für Sizilien. Das ist eine schöne gelbe, toll duftende Ananas, die hat sich mein Jüngster, der Silas, ausgesucht. Dann haben wir noch ein paar Tomaten, ihr seht, es ist doch einiges so an Plastikverpackung. Allerdings muss man dazu sagen, hier in Italien oder in Sizilien sind die Tüten alle kompostierbar. Das sind ganz tolle kleine Tomaten. Habe ich noch ein paar Möhren für den Simon mitgenommen. Dann haben wir hier einen Blumenkohl. Darauf haben wir Rabatt bekommen. Den werde ich jetzt in den nächsten Tagen für meine Jungs zubereiten. Einfach in Salzwasser kochen. Dann haben wir hier noch so eine Art Knäckebrot aus Kamut. Also man muss sagen, der Bioladen ist sehr gut sortiert. Es gibt viele glutenfreie Produkte, viele Kamut-Produkte. Wer nicht weiß, was Kamut ist ein Urweizen. Der ist noch nicht so genetisch verändert wie der normale Weizen. Dann habe ich hier noch ein paar Kartoffeln für meine Jungs. Da koche ich meistens daraus Pellkartoffeln, und aus dem Rest bereite ich dann Bratkartoffeln zu. Dann haben wir hier Kirschen, sind auch leider sehr verpackt. Die hat sich mein Jüngster ausgesucht. Er liebt Kirschen. Zu Hause in Leipzig kaufen wir Kirschen nur über unsere Biokiste oder auf dem Wochenmarkt bei einem Bauern, bei dem ich schon seit 2001 einkaufe. Dann haben wir hier noch weitere Fertigprodukte, Maiswaffeln, Tortilla-Chips, die mag mein Jüngster sehr gern. Dann haben wir hier noch Blumenbrot, das kaufen wir auch immer in Leipzig. Dann noch sehr interessante Nudeln, Kamut-Nudeln. Dann haben wir noch ein Mandelmus. Nussmus essen meine Jungs sehr, sehr gern. Wir hatten auch am Anfang unseres Urlaubs in dem Bioladen schon Haselnussmus gekauft. Jetzt haben sich die Jungs nochmal Mandelmus gewünscht. Und dann habe ich hier noch diverse
Fruchtriegel. Die gibt es auch in Deutschland von Allos. Oder hier so ein Schokoladen-Live-Bar-Riegel. Da hatten wir heute zwei gekauft. Und einen Riegel haben die Jungs schon am Strand gegessen. Und dann hier noch einen Kaugummi für den Rückflug. Mein Jüngster hat immer Druck in den Ohren. Und wenn er Kaugummi kaut beim Abflug oder bei der Landung, dann verschafft es ihm Erleichterung. Fast hätte ich es vergessen, meine Jungs haben sich auch noch einen Mango-Passionsfrucht-Joghurt ausgesucht und natürlich auch Eis. Wenn es heiß ist, möchten meine Jungs gerne Eis essen. Mein Jüngster hat sich hier so eine Packung Sorbet-Eis ausgesucht, vegan natürlich. Ein Mango-Sorbet-Eis für den Jüngsten. Und mein Simon hat sich ein Sandwich-Eis ausgesucht. Die haben natürlich auch untereinander getauscht. Und das Eis essen sie immer gleich auf, nachdem wir den Bioladen verlassen haben, weil das ja schmilzt. Was mir letztes Jahr schon in Sizilien aufgefallen ist, in jedem Supermarkt, in dem wir waren, gab es veganes Eis. Also entweder so einzelne Portionen oder Packungen, wo man das Eis löffeln konnte oder wo dann im 5 einzelne Eissorten drin enthalten waren. Also das hat mich wirklich sehr erstaunt, dass das in Sizilien so fast flächendeckend überall veganes Eis gab. Auch so ganz kleine Läden, die keine Supermärkte sind, die haben mindestens eine Sorte veganes Eis im Tiefkühlregal. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich und da haben wir natürlich auch davon Gebrauch gemacht. Meine Jungs haben regelmäßig Eis gegessen. Also meine Jungs sind ja weder Veganer hundertprozentige noch hundertprozentige Rohköstler, aber sie haben dort in Sizilien auch viel Frischkost mitgegessen. Sogar mein Jüngster hat dann Weinbeeren gegessen. Oder hat eben Melone gegessen. Ananas haben wir dann auch mal im Bioladen gekauft, obwohl die eben nicht regional ist. Aber das war eine sehr, sehr reife Ananas. So eine Qualität habe ich hier noch nie in Deutschland in irgendeinem Supermarkt oder Bioladen entdeckt. Habe ich für ihn dann eben auch Ananas gekauft. Wie gesagt, wir sind weder 100% vegan noch 100% rohköstlich. Und was immer so ein bisschen eine Tradition ist, wenn wir in Italien sind, beziehungsweise auf den italienischen Inseln wie Sardinien oder Sizilien, da gibt es auch mal eine Pizza Margherita, also eine vegetarische Pizza. Die hatten sie dann auch so, glaube ich, 3-mal eine vegetarische Pizza. Und ich kann mich auch einmal erinnern, da waren wir in Siracusa. Das ist eine ganz, ganz schöne Stadt an der Küste, so im Osten der Insel, an der Küste. Und da wollten die Jungs, haben wir so einen Stadtspaziergang gemacht und da wollten die Jungs auch gerne Eis essen. Und da gab es eben dann mal kein veganes Eis und haben sie dann ganz normales Milcheis bekommen. Aber sonst habe ich schon immer darauf geachtet, dass es pflanzlich ist oder vor allem auch Frischkost. Also ich habe auf Frischkostwert gelegt, beziehungsweise auf frisch gekochte Lebensmittel wie Kartoffeln oder grüne Bohnen. Und ich habe auch mal Pilze für meinen Jüngsten gebraten, also eher sowas. Als Rohköstler hat man da wirklich eine große Vielfalt an wirklich reifen Früchten, Gemüsefrüchten und auch Salaten. Das ist kein Problem. Es gibt auch ein bisschen Wildgrün, zum Beispiel den Portulak habe ich dort auch gegessen. Es gab Löwenzahn, haben wir entdeckt. Wenn man sich vegan ernährt und kochen möchte, wie gesagt, man kann in Bioläden auch dann Kamut-Nudeln kaufen, Kamut-Toast, man kann Hirse kaufen, Quinoa kaufen, Reis kaufen. Also man hat die Möglichkeit, verschiedene Lebensmittel einzukaufen, die man dann kochen kann. In Supermärkten, da waren wir, glaube ich, nur 2-mal, weil wir einmal ein Eis gekauft haben, einmal Wasser. Da habe ich mich jetzt gar nicht so umgeschaut, wie es da mit veganen Lebensmitteln aussieht. Aber Reis, Kartoffeln und Nudeln gibt es überall. Sicherlich auch pflanzliche Tomatensoßen. Aber wie gesagt, unser Fokus war auf Rohkost. Also rohköstlich, vegane Rohkost auf Sizilien ist überhaupt kein Problem. Und wenn man einen Bioladen in der Nähe hat, kann man sich da auch ein bisschen eindecken, wenn man eben gern Brot essen möchte oder Nudeln oder eben vegane Fertigprodukte mit hinzufügen möchte, dann ist das überhaupt kein Problem. Zum Schluss möchte ich euch noch ein paar Ausschnitte von einer Permakulturfarm zeigen. Wir waren ja ganz im Nordosten in Sparta und 40 Kilometer weiter im Westen gab es eine Permakulturfarm. Das war ein Freund von Henry, den wir jetzt besucht haben. Henry hat diese Farm schon letztes Jahr besucht, auch ein bisschen mitgeholfen und wir waren dann auch mal Nachmittag vor Ort, aber nicht direkt auf der Permakulturfarm, sondern auf dem Garten des Besitzers, den er auch nach der Permakultur angelegt hat. Und es war wirklich ein sehr schönes Erlebnis, diesen Permakulturgarten zu erleben, wie vielfältig da alles wächst und sich gegenseitig unterstützt und schützt. Und dann haben wir auch ein paar Permakulturfrüchte dort vor Ort gekauft. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar kurze Ausschnitte von diesem kleinen Rundgang durch den Garten, was da so gewachsen ist. Und dann zeige ich auch euch noch, welche Früchte ich dort von der Permakulturfarm gekauft habe. Los geht's. Gleich. Gleich. Ja. Ja.
der Nähe von Barcelona den Freund von Henry besucht. Da habt ihr auch schon Bilder gesehen und das habe ich dann bei ihm gekauft. Einige Passionsfrüchte, dann Karambole, dann haben wir hier Macadamia-Nüsse, Physalis, Kumquat. Das sind Früchte, die ich überhaupt noch nicht kannte. Das sind Beerenfrüchte, das sind frische Goji-Beeren, auch sehr, sehr lecker. Das hier sind Macadamia-Nüsse, also die Nüsse, die Pekannüsse und die Macadamia-Nüsse werden wir mit nach Hause nach Deutschland nehmen und dort knacken. Hier auch so eine Beerenart, die ich überhaupt nicht kannte. Und das sind hier die Früchte des Baumes der Erleuchtung, auch ein sehr, sehr interessanter Geschmack. Und dann seht ihr hier auch die Gläser, das ist hier selbstgemachte Mango-Marmelade, also nicht von uns selbst gemacht, die haben wir auch da gekauft. Das ist, glaube ich, das war's wieder von mir. Wenn ihr noch Fragen oder Erfahrungen zu diesem Thema habt, vegan und unküsslich auf Sizilien, dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich auf alle Fälle über eure Erfahrungen und über unseren Austausch. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit.